Fast jeder hat heutzutage eine Meinung zur Flüchtlingsthematik und Problematik. Einzelne Menschen und Geschichten gehen dabei häufig verloren. Der Filmemacher Tuna Kaptan nimmt sich einer solchen Geschichte an. Er erzählt, unterstützt von Bildern, die zwischen Realität und Poesie schwanken, aufgenommen von Rebecca Meininger, die Geschichte der geflüchteten Syrerin Kinder und ihrer Schildkröte Aische. Wie sind Sie auf diese Geschichte aufmerksam geworden? Das war ein Zeitungsartikel, den ich im Dezember 2015 gelesen hatte, über diese Geschichte, über diese Schildkröte, die konfisziert wurde am Münchner Bahnhof. Und beim Lesen sind schon sehr viele Bilder entstanden. Also es war eben die Rede davon, dass dieses Tier 3000 Kilometer in der Manteltasche transportiert wurde, dass dieses Tier bemalt war, dass es sehr klein war, dass die Besitzerin verschollen ist. Und das hatte alles so eine märchenhafte, ein gewisses Geheimnis dahinter. Und Sie haben quasi gleich sofort beschlossen, ich mache einen Film draus? Oder kam das dann erst später, nachdem Sie noch darüber nachgedacht, mit anderen geredet haben? Oder? Nein, eigentlich war der Impuls sehr, sehr klar und stark, dass ich über dieses Thema einen Film machen möchte. Die Frage war halt noch bezüglich der Form, weil die Besitzerin ja nicht auffindbar war. Sie war verschollen und verschwunden. Deswegen hatte ich am Anfang an einen animierten Film gedacht, den ich machen würde. Allerdings habe ich dann das Glück gehabt, die Protagonistin kennenzulernen und zu finden in der Nähe von Stuttgart. Und dann kam es dazu, dass wir uns kennengelernt haben und den Film begonnen haben. Und an dieser Entstehungsgeschichte, da ist ja nicht nur die Geschichte von Kindern beteiligt, sondern es spielt noch eine weitere Geschichte, die von Ben, dem Bundeswehrsoldaten, mit ein. Haben Sie die allein entwickelt oder auch mit Ihrem Team zusammen? War das eher so im Dialog vielleicht auch mit Kindern? Teamarbeit entsteht natürlich immer im Dialog. Die Rebecca hat die Kinder auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt kennengelernt in Stuttgart und war dabei. Und ja, die ganze Stoffentwicklung geschieht natürlich gemeinsam, also nicht nur mit den Protagonisten gemeinsam, weil man natürlich immer mehr von denen erfährt, sondern auch im Team. Und ja, das ist einer der spannendsten Prozesse im Filmemachen. Eine ganz bewusste Entscheidung war ja, die komplette Handlung an diesem Reptiliencenter stattfinden zu lassen. Wie hat sich das auf Ihr Arbeiten ausgewirkt, weil Sie ja dann enorm viel Zeit dort verbracht haben und die Drehbedingungen waren ja sicher auch für Kamera nicht immer ganz optimal. Das war insofern ein sehr dankbarer Ort, weil dort sehr viele Geschichten aufeinandertreffen, die eine internationale Tragweite haben. Und poetische daran ist eben, dass diese ganzen Tiere viele Geschichten erzählen über die Welt und über in dem Fall jetzt auch bewaffnete Konflikte, was faszinierend ist. Und ja, zur Visualität des Raums kannst du vielleicht ein bisschen was sagen. Ich glaube, das war einfach sehr inspirierend, an diesem Ort zu sein, weil wir generell einfach viele Räume hatten, die jeder für sich so eine eigene Geschichte über die Leute erzählen, die die bewohnen. Eigentlich der Markus, der dort in diesem Terrarienparadies arbeitet und Aquarienparadies, hat einfach nochmal so eine ganz eigene Charakteristik reingebracht. Und die hat dieser ganze Ort, das ist ein altes 60er-Jahre-Gebäude mitten in München und hat auch so eine, eigentlich ist es alles viel zu eng dort und man hat auch das Gefühl, dass alles eigentlich nicht reinpasst und überquillt von Tieren und Schlangen und Spinnen und Schildkröten. Und inmitten dieser ganzen verrückten Tiere, die eigentlich überhaupt nicht da reinpassen, arbeiten dann irgendwie diese Leute, die auch ja, speziell sind und spannend. Und der Ort ist aufgeladen von diesen Menschen und auch dieser Enge und diesem alten Ort, der eigentlich nicht artgerecht ist, so einfach von der... Sieht so absurd aus, alles dort auch. Wie kam es dann zu der Entscheidung, noch diese sehr langsamen, den Film auch irgendwie entschleunigenden Bildern von diesen Reptilien zu nehmen? Ja, also die Entscheidung für die Slow-Motion-Szenen war, weil der Film ja sehr dicht ist. Und da hatten wir von Anfang an das Gefühl, wir wollen eigentlich auch eine andere Ebene, die den Film, wie du sagst, entschleunigt. Und wo man auch sozusagen Informationen unterbringen kann über deutsche Außenpolitik und den Auslandseinsätzen und der Flüchtlingspolitik. Und würde jetzt gerne noch von Ihnen beiden wissen, ob Sie schon vorher mal die Idee hatten, einen Film über Flüchtlinge zu machen, weil ja, wie gesagt, jeder eine Meinung dazu hat, oder ob das mit dieser konkreten Einzelgeschichte alles ins Rollen gekommen ist? Also
Ich hatte einen Film gemacht über die Thematik 2012 an der Außengrenze Europas in der Türkei, wo der Syrienkrieg eben gerade ausgebrochen war und die ersten Flüchtlinge geflüchtet sind. Und der war von der Perspektive her sehr anders, weil er sich mit Schleusern beschäftigt hat, also die im Prinzip auch Flüchtlinge waren, aber anderen Flüchtlingen geholfen haben, über die Grenze zu kommen. Das war insofern ein sehr interessanter Perspektivwechsel zu einer Zeit, wo, ich sage jetzt mal, die noch nicht so viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Und insofern ist das ein Thema, was mich schon immer interessiert, also wo ich auch immer dran bin und wo ich das Gefühl habe, das ist das wichtigste Thema in unserem Jahrhundert fast schon, muss ich sagen, weil so viel unterschiedlich verteilter Reichtum auf so geringem Raum etwas ist, was ich nicht für natürlich und gegeben halte. Ich habe lustigerweise auch mit der Regisseurin, mit der Tuna diesen Grenzfilm, diesen Schleuserfilm gedreht habe, hat letztes Jahr vorletztes Jahr ein Science Fiction gedreht, auch über das Thema im weitesten Sinne eigentlich, über die Zukunft von Europa. Und und da ging es eigentlich um eine gegensätzliche Fluchtbewegung aus Europa raus. Das war so eine Art dystopische Version von unserer Zukunft. Deswegen im weitesten Sinne habe ich das auch irgendwie davor auch schon, hat mich das so filmisch beschäftigt. Aber generell bin ich da, ja, ich finde es mega spannend. Und wenn sich so Themen anbieten, sollte man das auf jeden Fall erzählen, finde ich. Da kann ich nur zustimmen. Ich denke, diese Filme helfen extrem gegen die Angst, die so viele Menschen vor dieser breiten Masse an Flüchtlingen oder auch selbst der breiten Masse an Bundeswehrsoldaten haben, weil sie Einzelgesichter rauspicken und sich somit den Menschen ein ganz neuer Blickwinkel auch eröffnet. In dem Sinne, vielen Dank.